Ruhig, oder? Aber wenn mich einer blöd anschaut, Trafik, dann ist es nicht mehr gut. Mhm. Ja, aber blöd anschauen, also ich weiss immer noch nicht genau, was das da beinhaltet. Also ohne Wort. Ohne Wort, wenn er schon so krass mich anschaut, weißt du? Also wenn du im Blick entdeckst, ja, genau, dass er dich blöd findet, oder yeah, wie? Aha. Und dann ist vorbei, Mann. Was ist, wenn jetzt, ein Typ deine Freundin anschaut? Meine Freundin? Ja. Dann frisst ihn lebendig auf, gerade wo er ist, Mann. Es geht einfach wirklich zack, zack. Oder man gibt einen Impuls und dann macht es so bei dir. Warum tust du so schnell reinschlagen? Ja, weil ich habe Ehre, Mann. Ich habe Stolz, verstehst du? Das ist es, Mann. Ja, was für eine Ehre. Und das hat die meisten eben nicht. Das ist eben Problem. Was für eine Ehre tust du mit Gewalt verteidigen? Mann, ich habe Ehre, Mann. Wenn mich einer anschaut, Mann, dann ist es nicht mehr gut. Verstehst du? Mhm. Ja, dann Frau schaut mich aber, kein Mann, verstehst du? Ja. Nein, es kommen alle bald Angst über ab dir, also wenn du so redest. Wie sieht das denn aus, wenn du zuschlägst? Wie lange schläfst du dazu? Ich schlage zu, bis er sich nicht mehr bewegt am Boden, Mann. Weißt du, ich meine, das kann man ja schon so erzählen, oder? Aber du bist natürlich einfach auch ein Blöffer, oder? Blöffer? Ja. Schau, ich rede nicht zu viel, weißt du, verstehst du? Aber wenn mich einer anficken kommt, dann ist es einfach nicht mehr gut, Mann. Mhm. Mit wem hast du am meisten Probleme? Mit wem? Ja. Ja, kommt drauf an. Ist da eine gewisse Gesellschaftsschicht, wo du ein besonderes Problem hast? Nein, kommt drauf an. Ich meine, wenn ich zum Beispiel in die Stadt spazieren gehe, oder? Wenn mich einer anschaut und so, aber so hure schief und so, dann sage ich schon, hey, hast du ein Problem oder so? Was läuft, Mann? Mhm. Verstehst du? Was mich einfach jetzt ein bisschen an der ganzen Geschichte stört, muss ich dir ehrlich sagen, dass du das so cool findest, wenn du reinschlägst und das hier erzählst. Ja, das ist normales Training, wie andere Sportler. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, sieht hier schwarz, wenn er angemacht wird. Hier ist der Sadusch. Herzlich willkommen. Sadusch, nimm Platz. Was muss denn. Ruhe doch hin. Was muss denn passieren, damit du schwarz siehst? Ja, was muss passieren? Einer schief anschauen, ein dummes Wort, einfach irgendwie. Laufst du die Straße, laufst vorbei, oder? Dann schaut dich so einen an. Schaust hinter, okay, sagst du, okay, easy, vielleicht hat er einmal dumm geschaut. Schaust nochmal hinter, schaut er immer und gehst du her, was ist? Ja, was ist denn so ein Beispiel, das du erzählen, das in letzter Zeit passiert ist? Ja, wie gestern ist? Zum Beispiel. Da. So ein. Naja, so ein. Sagen wir, ich will nicht rassistisch sein, aber so ein. So ein Schlieren. Ich will nicht rassistisch sein. Aber. Probieren wir es doch hier zusammenzunehmen. He? Ja. Probieren wir es hier zusammenzunehmen. Okay, so ein Dunkelhäutiger. Nachher ist das ein Schlieren Bahnhof, so schön friedlich aus dem Rauchen so. Laufst du vorbei, sind 3-4 dort, oder? Er hat gemeint, er ist krass, nur weil er 4 Kollegen dort hat. Hey, yo, ey, ich bin krass, ich bin Homeboy, ich hab die Hose bis zum Arsch tun, ich bin krass. Easy, laufen so vorbei, schaut er mich so ein bisschen schief an. Nachher, ja, okay, ich hole Cup. Nachher kommt er so, ich rühr die Ziege weg, kommt er so, hey, was rührst du Ziege weg? Ich so, was ist? Dann stehe ich so auf, nachher schnurrt er weiter, ich habe gar nicht mehr geschnurrt, ich habe nur noch einen. Was hätte. Stopp! Aber. Was hat er denn weitergeredet? Ja, irgendwie, was willst du? Er hat sich einfach gemeint, nur weil er mit Kollegen dort ist, ist er der krasseste voll dabei. Das ist ja. Das hast du aber auch gemeint, oder? Nein, ich habe nicht gemeint. Wenn er mich anfickt, ich fick niemanden ab. Wenn jemand mich anfickt, dann hat er ein Problem. Irgendwie das Gefühl, euch ist langweilig, oder? Nein, wieso langweilig? Also, dass solche Sachen machen? Nein, ich laufe meinen Weg. Und wenn er mich dabei stört, ich schaue meinen Weg. Und wenn er meint, er könnte den King spielen, wird mir Angst einjagen. Dann ist das sein Problem. Sadusch, was ist denn das für dich für ein Gefühl, wenn du nachher kannst zuschlagen? Ja, dann bin ich frei, dann bin ich erlöst. Was ist das für ein Gefühl? Kannst du das beschreiben? Dann kann ich ihm zeigen, kann er sich die Finger in den Arsch schieben und kann verreisen. Das ist ein geiles Gefühl, weißt du? Weißt du, das ist. Es spielt keine Rolle, ob einer 2 Meter oder 2 Meter breit ist oder 2 Meter lang, weißt du? Du musst nur richtig treffen und wenn du das schaffst, Mann, ja, dann bist du der König auf der Straße. Es ist ein
Es ist ein geiles Gefühl, wenn du eine Bühle am Kopf hast, oder? Bühle? Er hat ja, er eine Bühle am Kopf. Musst du dir das vorstellen? Ich habe eine Bühle. Aber was der andere, wie der andere aussieht, das will ich auch nicht wissen. Wie sieht er aus? Bravo. Mal 300 Mal, so schlimm bin ich. Und du bist stolz? Ich bin nicht stolz darauf. Wenn er mich anfängt, dann hat er ein Problem. Aber hast du auch schon mal probiert, Konflikte Angst zu lösen, als mit Gewalt? Ja, zum Beispiel. Ja, diesen Leuten kannst du nicht beibringen, dann kommen sie nochmal. Das geht nicht, Mann. Dann schupft er dich, was willst du machen? Dann bleibst du nochmal. Heutzutage geht das nicht mehr, schmiert er eins, was willst du machen? Heutzutage geht das nicht mehr, Mann. Was heutzutage geht das nicht mehr? Jetzt sind wir Jahr 2001, Mann. Verstehst du? Das geht einfach nicht, Mann. Ja, aber das glaube ich auch nicht, Mann. Die sind so primitiv. Die sind so echt primitiv. Hey, schau dich mal an, Mann. Schau dich mal an. Mann. Was? 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 Schaut nach schon mal euer Auftreten an. Der hockt da vorne, der macht einen auf Huren krass. Was meint ihr euch? Wenn du durch die Stadt läufst, dann kannst du sicher sein, dann schau ich dich an. Man. Weil einer, der so rumläuft, dann schaust du an. Aber lass dich an, dann schaust du dich an. Weißt du, was? Du hast die Woche ins Wasser. Also, du meinst, sie die schon mal provozieren mit dieser Art? Das ist doch die ganze provokative Haltung. Schon, komm da, ich zeig dir, was läuft. Moment, allgemeine Beruhigung. Lass mir ihn zuerst ausreden. Bitte schön. Bitte schön. Bevor du mit deinen Vorurteilen kommst, ich bin Spanier, sonst. Wenn du mich bei Rasse nennen oder so. Hey, meinst du, bist du krass, weil du Bandeli hast, oder was, Mann? Sieh dir den! Hey, Junge! Hey, Junge, warte. Wer wollte unten etwas sagen? Warte. Also, ehrlich gesagt, ich wollte sagen, wenn ich dich sehe, ich schaue dir einfach nur an, weil ein Zwergli, der noch so hohe Schuhe ist. Ja. Bist du so klein? Wenn der am Rinder bekommst, dann weißt du nicht, wo du bist. Ich möchte etwas anderes noch ansprechen. Ich habe noch eine Frage zum anderen dort. Also, du hör mal, du läufst jetzt durch die Straße. Bist mit zwei Kollegen dort. Okay, dann ist irgend so einer dort, oder? Schau dich die Längste nur an. Was machst du? Was machst du? Soll er schauen? Ist doch mir gleich. Wo liegt das Problem? Das zeigt dir genau, dass du deinen Kopf bei den Eiern zwischen den Eiern tust. Du hast keine Eier. Du hast keinen Schwanz. Hey, wenn ich sage, ich habe kein Problem, wenn jemand schaut, dann sage ich vielleicht auch, vielleicht bin ich geil angelegt, vielleicht gefällt ihm nicht rumlaufen, dann soll er schauen, dass du mich nicht wehren. Schon, weil du geil angelegt bist, wenn jemand von hinten ficken. Nein, ich verstehe es. Schau, mit deinem New York Yankees und so, hörst du Hip-Hop? Was weißt du, Mann? Was hörst du für Musik? Darf ich fragen? Was geht dich das an, Mann? Ich frage nur. Weil solche Leute wie du, die sind für Hip-Hop in ein schlechtes Licht. Ja. Hip-Hop ist nicht entstanden, für irgendwie andere zu verbrechen. Das ist entstanden, für irgendwie Party zu halten. Das ist eben, um Konflikt aus dem Weg zu gehen, um das anders zu lösen. Verstehst du? Und du hey, das ist eigentlich, was wir jetzt wollen, nicht, Jungs? Was wir wollen, nimmt, wir kommen die bei Frauen an. Herr Festel, super, mit Frauen kann man spielen. Kein Problem, Mann. Du kennst sie, Kein oder? Kein Problem, Mann. Ja, ich kenn sie. Ist das wahr, kommen sie bei Frauen an? Oder ja, jetzt sicher. Können sie doch blöffen, oder? Nein, sie blöffen schon nicht. Sie sind auch nicht die Kollegen von mir, aber wie sie das sagen, das stimmt auch irgendwie. Ich meine, sie wartet nicht zwei, drei Mal, dass der andere irgendwie blöd anschaut. Ja, aber jetzt werden wir immer vom Anschauen geredet. Ja. Was meinst du, also, geht ihr da mit Frauen in den Ausgang? Ja, sicher. Sie gehen auch mit Frauen. Aber jedes Mal, Sie sind wie andere Männer. Einfach, sie haben ihren Stolz. Und wenn ihre Stolz sie haben, das ist für ihnen das Wichtigste. Vielleicht etwas wichtiger als Gold. Oder das kann man nicht zahlen. Und sie haben ihre eigene Ehre wie jeder Mann. Gut, ich möchte an dieser Stelle jetzt zu einem weiteren Gast gehen. Jemand, der Leute nicht verstehen kann, der auf
Gewalt aus sein. Da ist Patricia herzlich willkommen. Patricia, würdest du mit Zürich in den Ausgang gehen? Nein, also ich stehe nicht so auf Backoppen. Ja, nein. Wie findest du? Moment, jetzt möchte ich mit dir reden. Ich sie muss, sie muss nicht Kappen schauen, Mann. Sie muss da rein schauen, Herz. Ja, also was da rein Was sagst du dazu? Also ich weiss nicht, also mit seiner Einstellung wollte ich nicht in den Ausgang. Wenn er sagt, ich muss nicht auf sein Äußeres schauen, auf sein Herz kann ich auch nicht schauen. Was sagst du zu dieser Gewaltbereitschaft von diesen beiden Jungs? Ich verstehe es nicht, weil das Problem ist, jetzt zum Beispiel dort hat er seine Kollegen, oder? Er geht mit seinen Kollegen in den Ausgang und mit denen schlägeln. Und das verstehe ich einfach nicht. Du verstehst nicht? Wenn ich zum Beispiel, du bist meine Freundin, ich gehe mit dir raus und einer schaut dich blöd an. Ja, er macht dich zum Beispiel auch, oder? Und wenn ich mich gegen ihn wehre, findest du das nicht gut? Morgen schon. Ja, also, dann ist mir doch keine Scheiße, Mann. Was musst du nicht schlafen? Kannst du das immer regeln? Hey, sorry, aber anders kannst du es nicht gewollt. Wie willst du regeln, Mann? Wenn der andere dir einen Fuß gibt, was willst, wie willst du regeln? Ja, hey, bitte, hör auf, oder was gibst du meinem Grimm? Patricia! Wenn du jetzt, ich weiss gar nicht, was ihr redet. Patricia, wenn du mal Zeugin bist von solchen Streitereien, ich denke, das hast du auch schon irgendwo erlebt. Wie reagierst du da? Sag mal, solange es keine Waffen im Spiel sind, würde ich mich einsetzen. Wie würdest du dich einsetzen? Mit Reden. Und meinst du, das funktioniert? Heutzutage geht das nicht, man. Kannst du vergessen. Also eben, mal bis so Sie soll lieber in ihren Finger schmecken, weißt du? Fingernägel, da, streichen so, weißt du? Also du lieber daheim, ist besser für dich, Mann. Ist denn oder jetzt probierst du zu reden und dann kommt eine solche Antwort. Ja. Resignierst du nicht irgendwann? Also ich finde, also ich werde dann einfach sauer. Aber ich muss das, ja, siehst. Ja, aber wie wirst du? Du nimmst deine Faustpüre, ich mach's mit dem Wort. Und du nimmst nämlich genau die Faust, weil du keinen Wortschatz hast, aus dem Grund. Eine Frage an Osman. Kannst du ein bisschen reden? Ja. An mich? Also ich meine, findest du, dass es ein bisschen Gegensatz hat, was du sagst? Ich meine, einerseits sagst du, du bist ein friedlicher Mensch, du willst keinen Streit und so, aber sobald ich jemanden komisch anschaue, fickst du ihn gerade an. Es tut mir leid, aber es ist schon so. Ja, das ist ja ein Gegensatz. Aber los, das ist doch normal, oder was? Nicht? Nein. Ich meine, wenn du ein friedlicher Mensch bist. Hey. Wenn mich einer normal anschaut, schaue ich auch normal an. Wenn einer zu mir lacht, lache ich auch an. Ja, aber wenn einer mich blöd anschaut, dann schaue ich auch blöd an. Ist fertig. So, verstehst du, was kannst, ich meine? Du kannst einfach nicht streiten. Einer, der wie du kann nicht irgendwie argumentieren. Und wenn du kein Argument mehr hast, dann schlägst du einfach zu. Findest voilà, das ist aber jetzt wirklich noch ein spannender Punkt. Das ist aber jetzt wirklich ein spannender Punkt, den sie in die Runde geworfen hat. Die können nicht streiten. Wieso nicht streiten, Mann? Weißt du, die können nicht streiten, die können nicht wirklich etwas aufbauen. Ja. Man muss sich dir da etwas vorzeigen oder so. Ich muss nicht mein Kind durchficken. Wenn es wirklich durchgefickt ist, dann ist es durch. Dann sehe ich schwarz. Hey. Ja, aber schau dich mal an, Junge, schau dich an. Hey. Sorry. Seht ihr so gut und würdet alle am Platz bleiben? Gang raus, besser für dich. Was auch, Mann? Weißt du, wie du so arm hast, bist du krass, oder was? Wieso kannst du jetzt nicht argumentieren, wenn du nicht. Was argumentieren? Ah, wenn du. Ich bin eine Frau. Erstens bin ich eine Frau und zweitens musst du nicht so mit mir reden. Ja. Ja. Aber wenn es darauf ankommt, sagst du, wenn du intelligent wärst, könntest du argumentieren und so anfangen zu kontern. Aber wenn einer so zu dir kommt, wie jetzt, was machst du?
Du dann was sagst du ihm? Sag mir die Antwort, oh, was du ihm sagst. Weißt du, was ich dann denke? Was hättest du gesagt? Sag mir das. Ich hätte gar nichts gesagt. Ich lasse mich nicht sagen. Du bist blöd, du kannst dich nicht überlegen. Das ist das Problem. Stopp, stopp, stopp. Das ist das Problem. Stopp, stopp. Ich lasse mich aufs Mikrofon. Ich höre euch nicht, wenn ihr von dort ausreden. Nur wenn ihr das Mikrofon habt. Ich habe das Mikrofon hier bei einer nächsten Zuschauerin. Merken die auch nicht, dass sie absolut daneben sind? Und schau, das sind die Regeln und jetzt kommt er dran. Daneben sind wir nicht, wir sind zwischen deinen Beinen, ja? Aber was der Mann da gerade gemacht hat, was der Mann gerade da vorgeführt hat, das ist die grösste Anfickerei, wie soll ich sagen? Das ist, da wird man gerade nervös. Sorry, da wird man gerade nervös. Da können Sie gerade warten, dass Sie Fuß in die Fresse überkommen. Was, Simon? Er hat Sie dort gewartet, aufgestanden, wie ein normaler Mensch bin ich da. Ich komme gerne. Moment. Ich komme gerne in so Situationen, weil wenn ich jemanden treffe, dann lächle ich den an. Und ja, ich habe eigentlich nicht so ein Problem. Hey, was sieht überall... hey, schon mal an, Mann? Patricia! Oder was, Mann? Patricia, hast du das Gefühl, Gewalt unter Jugendlichen sei dann auch ein Problem von Ausländern? Also es... Was Ausländer, Mann? Es ist schwer. Also ich habe nichts gegen Ausländer. Ich habe gegen euch nichts. Besser für dich. Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich gehe ja auch ins Ausland oder so. Aber ich denke so einfach, es ist halt schon eher, es gibt dann halt die Gangs, wo dann halt eher Gewalt ausüben. Mein nächster Gast ist Schweizer und ist Mitglied in einer solchen Strassengang. Hier ist Jason. Herzlich willkommen. Jason. Ja. Wie bist du Mitglied worden von einer Strassengang? Schwierige Frage. Ich bin in der Schulzeit schon relativ aggressiv drauf gewesen, weil mich jeder als Double dargestellt hat und alles zusammen, weil ich Legastheniker bin. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mit Füßen zu wehren. Also schon in der Schulzeit hast du häufig geschlägt? In der Schulzeit, voll Power, trainieren. Also wenn irgendjemand bei mir nur Double gesagt hat, dann hat er schon die erste Faust in der Fresse gehabt. Das ist ganz einfach und hat sich mit den Jahren weiterentwickelt. Und ich hatte einen Puff mit einem auf der Gasse, also an der Bahnhofstrasse. Da sind ein paar Leute mit übergekommen und haben gefragt, ob sie eine Gang bilden wollen. Also, wobei heutzutage in der Schweiz kann man nicht sagen, eine Gang. Weil das sind einfach Typen, die sich zusammenschliessen. Es ist eine kleine Clique, es ist eine Clique und keine Gang. Ich meine, Gang ist so etwas wie die da vorne. Die Hells Angels, das kann ich als Gang bezeichnen. Aber das sind die Gruppe. Wir müssen ja nicht Gang sagen, das war die Gruppe, die auf der Gasse unterwegs war. Wie habt ihr die Zeit so verbracht? Wie habt ihr die Zeit vertrieben? Wir haben uns am Nachmittag auf der Gasse getroffen. Wir sind ein bisschen rumsaufen und wir haben genau gewusst, wenn wir ein bisschen etwas gesoffen haben, gehen wir raus, gehen wir schlägeln, fetzen wir die Leute umeinander, die uns blöd anschauen, fetzen wir einfach rein. Also einfach der nächste Beste? Ja, das war einfach ein Hobby im Prinzip von uns. Und was hat das gebracht? Überhaupt nicht im Prinzip. Wenn ich jetzt darüber überlege, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, wir haben nicht einfach wahllos die Leute auf der Straße ausgesucht und zum Beispiel einfach durch Gas gelaufen, ah, der passt mir jetzt nicht, und zusammengeschlagen. Das, probierst du jetzt dem Ganzen noch einen Sinn zu geben, oder wie? Einen Sinn hat es nicht mehr, sagen wir es so. Das ist jugendlicher Leichtsinn, wie man so schön sagt. Ja, jetzt sagst du, aber wenn dich jetzt einer anfickt, was machst du? Hast du nochmal einen drin, dann bist du nicht mehr jugendlich, oder? Wenn mich jetzt einen anfickt, ja. Was heisst das, einen anfickt? Genau, das ist so, was kannst du wegsägeln, oder was? Nein, sicher nicht. Dann du hast genau drei, oder? Du und er, dann fährt sie gerade drei. Ja, also. Ja, aber darf ich von dir wissen, was es braucht, dass du heute aggressiv wirst, dass du heute gewalttätig wirst, Scheiße. Dürfen wir doch schnell, Moment, darf ich schnell ihn noch fertig fragen? Es braucht im Prinzip bei mir selber persönlich nicht viel. Was zum Beispiel? Gib mir ein konkretes Beispiel. Es gibt das Beispiel, dass wenn nur einer mit meiner Frau am Reden ist
Und ich komme ins Lokal rein. Sag mal, es ist in einem Lokal rein. Aber dann bist du eifersüchtig, Mann. Das ja, klar bin ich eifersüchtig. Du bist genau gleich eifersüchtig, wenn dich jetzt deine blöd anschaut oder deine Frau anschaut. Was machst du in dem Moment? Ich soll sagen, was schaust du meine Frau an? Genau das mache ich ja auch. Und wenn er sagt, Mann, etwas, dann ist fertig, Mann. Eben. Ich laufe nicht zuerst. Aber wenn er sagt, ich will nur flirten, dann ist es easy, Mann. Spielt nein, doch keine Rolle, genau, oder? Das ist es. Solange ich sie vertraue und sie nichts macht, Mann. Wenn genau ich das weiß, dann spielt doch das genau keine Rolle, Mann. Jetzt widersprichst du aber. Genau das du bist doch ruhig, Mann. Okay. Bitte schön, Osman. Was, Mann? Jetzt könnte ich Jason, auch sauer werden. Du hast mich auch angefickt, oder? Ich dich angefickt? Ja, du hast mich jetzt beleidigt. Du könntest doch auch sauer werden und dir die Pfusch geben. Ey, bist du blöd im Kopf? Nein. Du hast sie beleidigt, Osman. Du hast gesagt, sie soll ruhig sein. Ja, und sie ist stolz, um mit dir diskutieren. Es ist nur, doch nur Scheiße. Mann. Du kannst nicht. Das kann sie aber ja von dir auch behaupten. Ja, aber sie macht es ja nicht. Das ist ein Problem, oder? Ich diskutiere. Du sagst, du beleidigst mich einfach. Ich da fickst du mich auch. Ich könnte jetzt auch aufstehen und dir Pfusch geben. Gut, ja, also doch das da, schau da. Was habe ich? Habe ich es nötig? Nein, ich kann mich anders äußern. Ja, mach doch. Also, meine Damen und Herren, ich will jetzt die Runde erweitern. Und zwar komme ich zu einem weiteren Gast. Er arbeitet als Türsteher, wie übrigens auch der Jason. Aktiv ist Brüssel, ist Türsteher und muss Gewalt verhindern und nicht fördern, wie er meint. Hier ist der Danny, herzlich willkommen. Danny. Wie, sagen wir mal, aggressiv muss man sein als Türsteher? Also als Türsteher sollte man eigentlich gar nicht aggressiv sein, weil... darf ich schnell mal etwas weißt, fragen? Jetzt darf ich schnell mal etwas fragen? Darf ich schnell Piano fragen? Machen, damit wir zwei, drei Worte mit ihm nur reden. Nur ganz schnell. Du tust so gegen Frauen reden, aber darf ich dich etwas fragen? Wieso hast du Frauenschuhe? Also, was willst du sagen? Was? Du sagst, man soll ganz cool bleiben als Türsteher. Nein, das ist jetzt... Oder hey, lass mir doch zu, Mann. Irgendetwas. Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Weißt du das, Mann? Du wiederholst dich. Hey, Schuhe, Kleider, das spielt doch keine Rolle, Mann. Da innen, da Herz, Mann. Das muss stimmen, Mann. Du bist ein Idiot, weißt du das, Mann? So, fertig jetzt mit Beleidigungen. Fertig mit Beleidigungen. Ja, weißt du, so Idiot und so solche Wörter. Fertig jetzt mit dem. Hä? Schuhe, was ist das leider, Mann? Ja, Kleider. Ich sage fertig mit Beleidigungen für alle zusammen. Jetzt wollte ich mit ihm reden. Eben, über seinen Job Türsteher. Als Türsteher. Er ist Türsteher. Und mit ihm wollte ich reden über seinen Job als Türsteher. Und jetzt muss ich Ruhe haben. Okay. Hä? Ruhe haben. Warte schnell, ich sage etwas. Er ist Türsteher, er ist blöd. Verstehst du? Ruhe haben. Jetzt ist fertig. So, du hast gesagt, ein Türsteher darf auf keine Art und Weise aggressiv sein. Auf keinen Fall, nein. Weil wenn ein Mensch aggressiv ist, dann macht er Fehler. Dann schlägt er zum Beispiel unter Umständen zu fest rein, macht keinen Hebel, tut ruhig nicht ruhig stellen, sondern tut eine Schlägerei zu einer Massenschlägerei ausweiten. Oder? Dann ein Türsteher ist eigentlich da, damit es keine Aggressionen gibt. Und wenn das jemand machen will, dann muss er absolut... Was ist denn im Hackclub gelaufen da? Ich bin nicht im Heiklamp. Muss er absolut ruhig sein, oder? Zum ruhig ausstrahlen. Ja, heisst das jetzt mit anderen Worten, dass du den Jason nicht geeignet findest als Türsteher? Also, ich weiss nicht, wie er jetzt ist. Aber wenn er... Hey. Ich bin gerade am Reden, merci. wenn er früher, einfach ohne Grund. Hey! Der sieht so lieb, er lässt ihn ausreden, der bitte. Und der Türsteher, der steht bei mir im WC vor der Tür. Was raus? Ich muss jetzt wirklich schnell Ruhe bitten, sonst können wir es nicht weiterführen. Nein, so. Weil ihr habt nämlich jetzt eine relativ grosse, lange Zeit zur Verfügung gehabt, zum Reden. Dich heute auch wieder, aber jetzt machen wir mit dem weiter. Okay, gut. Ich würde ihm das Gleiche sagen, dann kommst du weiter. Muss ich mal stehen bleiben? Ja, du hast von ihm reden. Ah, Entschuldigung. Es ist einfach so. Du musst raus, sonst geht es nicht mehr. Nein, schon recht. Okay. Wenn man aggressiv ist, wenn man zum Beispiel
Täuscht der kommt in Aktion, wenn zum Beispiel zwei, drei Leute Streit bekommen, oder? Wenn jetzt ein aggressiver Sieg herkommt und gerade schupft, wer hat angefangen, was ist los, oder? Ja, dann gibt es eine Schlägerei. Wenn ein Täuscht herkommt und sagt, was ist los, können wir das nicht draußen besprechen. Schau, wir können darüber reden, ich offeriere euch. Bist eins aufs Haus. So? Mann, heutzutage gibt es nicht mehr Reden. Probieren. So, Probieren schon. Wir müssen es. Wieso glaubst du das? Ich meine, ich habe schon als Türsteher gearbeitet, seit ich irgendwie 18 bin oder so. Irgendein Scheiß. Wo? Und in der Rockfabrik, also nein, zuerst im Nelsons-Kurz, nachher Rockfabrik. Ja klar, ist es eine Kindergartenparty. Ja, genau in dem Moment kommt ein Türsteher darauf an, weil ein Kindergarten weiss nicht, wie mit der Knarre umgeht oder mit einem Messer. Das ist jeder scheiß Tag, als ich dort war, hat es irgendetwas mit Waffen zu tun gehabt. Das ist einfach nicht normal. Yeah. Und in dem Moment brauchst du einfach einen Türsteher. Gut, klar, ein Türsteher ist da zum Schlichten. Aber bei so einer Menschenmenge, da geht gar nicht mehr schlichten. Da kannst du nicht mehr gross reden. Da musst du einfach zubrücken. Mal, da gebe ich dir recht. Gib ich dir recht, wenn also wirklich Waffen im Spiel sind, die Aggression so. Schon dran ist. Wenn jemand ein Messer zieht, dann musst du dem so schnell wie möglich eins auf die Birne anfassen, dass er gar nicht mehr aufstehen kann. Dass er dich nicht verletzen kann. Du kannst mit Worten kannst du sehr viel schlichtigen. Aber bei Waffen ist Mann, du mit deinen Worten. Hey, geh doch weg, Mann. Zeig mir einen aus dem Publikum. Wenn jetzt irgendjemand mit einem Messer tät, auf ihn los. Kappen abziehen. Ich dass er nur noch reden. Nur noch reden tät. Kappen abziehen. Was Kappen abziehen, Mann? Abziehen. Also, ich tue jetzt an dieser Stelle schnell unterbrechen. Wir haben zwei junge Frauen, die sich für Wort gemeldet haben. Und ihre Fragen, ihre Äußerungen machen wir gerade nach einer kleinen Pause. Bleiben dran. Heute auf TV3. Die originellsten, besten und sexiest Spots aus der Welt der Werbung. Verpassen Sie nicht sexy Spots mit Gigi Hofmann. Heute 21.05 Uhr auf TV3. Die Kinowelten Comedy for You. Ex-Footballstar Kevin trainiert die jungen Top-Athleten für das eine Ziel. Die Teilnahme an der Juniorenmeisterschaft. Aber es gibt noch ein zweites Team. Wer sollte das trainieren? Okay, Leute, wollen wir doch mal sehen, ob die Power-1-Formation steht. Es geht hier um Football für Kinder. Hast du das vergessen? Es soll Spaß machen. Es macht keinen Spaß mehr. Danny und ich. Ist Krieg. Ed O'Neill in der Top-Komödie Little Giants. Kleine Giganten. Am Samstagabend um 8 auf TV3. Jugend und Gewalt ist das Thema heute bei Vorne Live. Willkommen zurück im zweiten Teil. Wir sind hier im Publikum bleiben stecken vorher und haben hier zwei Damen, die sich zu Wort gemeldet haben. Was hast du wollen sagen? Ja, ich wollte zu Ihnen bei den Ersten sagen, ihr seid die, die sagen, ihr schlägt zu, wenn euch einer schräg anschaut. Aber ihr seid die, die am meisten provozieren. Irgendwie passt es voll nicht zusammen. Wir provozieren? Ja, ihr, du Idiot und Zeug und Sachen, ihr seid da rein wie gestört, die echt. Schon. Ja. Ich hätte eine einfache Frage an dich. Ausmann. Ja, du hast mindestens etwa 10 Mal gesagt, dass es heutzutage nicht kannst reden kannst, sondern nur zuschlagen. Wie war es früher? Wie ist früher gewesen? Ja, das kannst du ja beurteilen. Geh abnehmen und talk ab, Mann. Bist du ruhig. Du, also jetzt ist fertig. Ausmann. Also, jetzt ist fertig. Das ist jetzt die letzte Verwarnung. Nein, komm jetzt. Nein, ehrlich. Das ist die letzte Verwarnung. Ich meine, ich darf das sagen. Ja, aber einfach ein bisschen weit Anstand. Nein, okay. Ein bisschen weit Anstand, das ist nicht zu viel verlangt. Wer hätte noch etwas sagen? Du. Das liegt am Niveau. Du kannst das nicht. Ich muss ja etwas Kleines recht geben. Es ist teilweise wirklich so, dass man nicht reden kann. Da muss ich Ihnen schon recht geben. Teilweise, wen kannst du nicht reden? Es ist teilweise so, dass man sinnlos angemacht wird, man wird angeschaut, es wird extra provoziert, dass er zu Hause kommt. Da muss ich Ihnen recht geben, da kann man nicht reden. Und Jason hat vorhin gesagt, wenn man die Freundin anschaut, wird er verrückt. Ich glaube, das ist bei allen so, da wird ja ziemlich verrückt. Aber ich finde es schön, dass er wenigstens gesagt hat. Ja, aber kannst du in diesem Moment nicht auch stolz sein, dass andere deine Freundin anschauen? Das sicher schon, aber wenn ich einer meiner Freundin anmacht, er kann ja nicht wissen, dass sie eine Freundin hat. Haben wir gesagt. Anschauen, anmacht, er kann nicht wissen, dass sie einen Freund hat. Man kann ihm sagen, aber ich werde auch eher verrückt, als dass ich mit ihm rede. Okay. Vom Anschauen geht es auch gut, das ist es anbaggern, ganz anders. Bitte schön. Ausmann, du sagst, du hast Ehre und das verletzt dich. Ich weiss, was Ehre ist. Ja. Und für das, dass du jetzt meine Schwester
so beleidigt hast, könnte ich den Kessel verprügeln. Aber ein Ehrenmann würde so etwas nie sagen. Wieso musst du jetzt gerade so Äußerung machen? Wieso musst du gerade so Äußerung machen, dass du Augen zuschlagen? Es verletzt mich, wenn er mein Blut verletzt. Du könntest. Ich habe gesagt, ich könnte mal zu dir ausschlagen. Blut ist Ehre, oder nicht? Ich sage, ich verstehe, wenn er sagt Ehre. Blut ist Ehre, aber ein Mann von Ehre würde so etwas nie sagen. Gut, wieso nicht? Du, bitteschön. Sorry, Ander. Keine Ahnung, was bedeutet Krieg und was bedeutet Schlägel. Kann er von mir hören? Ich bin im Krieg, ich habe alles erlebt. Ich habe bewiesen, wenn der schaut, das tolle Schuss, Bomben, Splitter, ich habe alles erlebt. Ich habe meine Familie verloren. Du hast das erlebt, ja. Aber wieso findest du das Richtige? Ich finde, wenn jemand so schräg anschaut, der Gang vor dem sage ich, sorry, willst du mein Fettli oder so? Dann willst du mein Fettli an. Wenn er etwas sagt, willst du mich Afrika oder so? Ich stand drauf und mir ist scheißegal, wenn er schaut wie schwul an, schräg. Gut, also dann hätten wir jetzt noch einen weiteren Gast, den ich an dieser Stelle begrüßen darf. Mein nächster Gast ist eine Art Engel, allerdings kommt er nicht vom Himmel. Da ist der Pete, herzlich willkommen. Von den Hells Angels angeschrieben, die haben nicht gerade den besten Ruf. Ja, also, mal sicher der bessere als die da, oder? Wie sieht der mal so? Macht die jetzt so eine Diskussion, die du jetzt gehört hast, aggressiv? Das ist doch alles Stupsinn, was er erzählt hat, ne? Das hat keinen Sinn und nichts. Nein, da habe ich gerne. Aber Pete, schau mal zu, ich sage jetzt dir mal etwas. Du redest da so gross gekotzt. Ich bin der Held, ich bin der, ich bin der. Das bin ich. Was hast du schon erlebt, du hure Banane? Bist du ein Geist? Hey, weißt du denn? Hey, schau mal zu. Schau dich mal an. Du kannst mir auch das Ende sagen, dann kann man reden. Ja, was jetzt? Was meinst du damit? Mach dich das? Hey, schau mal, hey, ich sage jetzt noch mal eins. Ich habe vieles erlebt an dir, was dir gerne viel erlebt hat. Was? Hey, so. Was? So, du bist ein bisschen easy dort, gell? Du bist ein bisschen easy, hä? Was? Nein, weißt, ich resigniere irgendwie an dieser Tatsache, dass alles so hure laut wird. Ja, da musst du lernen bei denen. Ja, wieso muss es laut sein? Es ist einfach so, ich bin Diskothekenbesitzer und seit Jahren kommt man es nach dem Ende gesagt. Ich bin Diskothekenbesitzer und diese Typen, die laufen bei mir Tag für Tag, wenn sie in die Diskothek rein. Und dann muss man dann muss man ganz klar sagen, es geht nicht. Eben, so wieso konnten die Leute nicht miteinander reden? Wieso? Weil ich genau das Gefühl habe, wenn du jetzt anziehst und sagst, hey, wir können es nach der Sendung diskutieren. Ja, aber du weißt es nicht. Lass mal zu. Ich hätte die ganze Zeit zugelassen, wie die Diskussion abgelaufen ist. Das ist ein Wahnsinn. Ist die Jugend heute, Pete, deiner Meinung nach, gewalttätiger als früher? Ja, gewalttätiger kannst du nicht sagen. Es löst noch viel früher schnell ab. Und da ich sehe das Tag für Tag. Da hat der andere einen Kübel voll Drogen und Bier. Und dann ist er der Held, er will in der Gruppierung, weil er den Hirsch spielen, oder? Aber ich habe so viele Leute gesehen, ich bin mal im Knast gesehen. Und ich habe es gesehen, wenn es noch mal heisst, wenn der eine mal abliegt. Was denn heisst, einmal 10 Jahre im Knast? 10 Jahre, weißt du nicht mehr? Das ist normal, Mann. Ja, komm. Was, wenn du von Gruppierungen redest, wenn du 10 Jahre im Knast bist, oder du, das ist normal. Wenn du von Gruppierungen redest, Pete, was meinst du vor allem für Gruppierungen, die gewalttätig sind? Ja, Gruppierungen. Ich finde auch vielfach gewalttätig. Was heisst Gewalt? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja, sicher. Was machst du in deiner Freizeit? Hä? Was machst du in deiner Freizeit oder was machst du beruflich? Nur Frage. Beruflich? Ja. Ich mache nichts. Ich bist arbeitslos? Ja. Gut. Und was machst du im Privatleben? Nichts. Aha.
Ich mache Frauen an, Mann. Komm, das ist mein Hobby. Ich gebe dir ein gratis Abonnement. Kommst du einen Monat lang mit mir ins Studio trainieren? Das kann man mal mit ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Versprochen. Versprochen. Gibst mir an? Ja, wenn ich sag. Hey. Kommst du mal mit? Also. Aber ich tue dir auch. Hey, das ist Andros. Kommst du mal mit? Schwer. Warum es ist Zeit, für dass wir wieder ein bisschen Ruhe bekommen. Mein nächster Gast, der lässt sich eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Da ist der Sammy. Herzlich willkommen. Ich bin natürlich gespannt, Sammy, ob du dich hier nicht aus der Ruhe lässt bringen. Nein, natürlich nicht. Und die Diskussion hat die jetzt nicht auch völlig kribbelig gemacht? Ja, ja, also ich muss sagen, über so zwei, wie sie dort draussen, kann ich eigentlich mehr oder weniger nur lachen. Hey, über dich kann man... Hey, Mann, du stimmst! Also ich sehe das jetzt vom Beruf. Ich sehe das jetzt vom Beruf her, weißt du? Aber die hat schon wahnsinnig an wenig Freude. Im Gegensatz zu dir arbeite ich. Ich habe zwei Jobs. Ich arbeite sehr viel. Jawohl! Doch, ich habe alles gesehen. Mann, was ist los, Mann? Das ist egal. Ist dir Geld wichtiger, Mann? Also was? Ein Arschloch. Ich arbeite nicht, wenn ich im Moment... Ich liebe... Sag nicht, er ist ein Arschloch. Das ist kein Problem. Also, Sammy, wie reagierst du, wenn du angepöbelt wirst? Ah, das soll pöbeln. Das ist weg, Mann. Was ist das Problem? Das soll pöbeln. Du kannst von mir eine Viertelstunde anstehen und mir Arschloch sagen und du mir sich. Das ist mir doch gleich. Das ist mir doch gleich. Ich arbeite als Türsteher. Mein Job ist es nicht zum Gott. Schlägern. Mein Job. Nein, du hast auch gesehen, Mann. Wenn ich dir anhaue, das tut dir doch weh, Mann. Was nimmst du da, Mann? Ich hau dich drauf, Mann. Du bist krank, Mann. Ich lasse das schon gar nicht so weit kommen. Hey, hast du kein Gefühl, Mann? Gefühl, da innen, da. Das ist Job. Ja, aber man, was Job, Mann? Das ist mein Job. Ich rede von meinem Job und nicht von mir. Was du für Gefühl hast als Mann? Ganz ehrlich gesagt. Ein Gefühl. Klar reg ich mich auf. Weißt, wenn du von Gefühl redest und einfach und auf der anderen Seite Gewalt tust predigen. Hey, wenn dich einer anfängt, was machst du, Mann? Meinst du, ich segle weg, Mann? Ich habe Ehre, Mann. Ich habe Stolz, Mann. Gut, die Platte haben wir jetzt gehört. Also. Bist du schon einmal richtig voll verschlagen worden wegen ihm? Ja. Wieso? Ja. Ich weiß, was Schläge ist. Hast du dich gut gefühlt? Nein. Wo du gelegen bist, zusammengelesen. Nein, nein, nein. Ich habe aber gelernt. Ich habe aber gelernt. Darum weiß ich, was Schläge ist. Aber wenn du mal mal dran kommst, desto mehr Fuß, dass du am Grinden bekommst, desto mehr hast du Erfahrung, Mann. Und das ist besser für dich. Das stimmt. Überlege mal. Es gibt in unserer Schweiz ganz viel, es gibt auf der ganzen Welt Vollkontakt-Kampfsportarten. Ja, für was soll ich das machen, wenn jeden Tag das im Straße erleben, Mann? Gratis. Gratis. Du wirst besser, wenn du seriös trainierst. Mit Trainern, mit Leuten, die es wollen. Du hast kein Problem, du hast keine Anzeige, es gibt keine Verletzungen und. Und du wirst stärker und du wirst ruhiger. Und du wirst nicht immer gerade, wenn jemand sagt, hey Käppli, was ist los? Du, was, oder? Du wirst ruhiger. Du denkst dann, pa, was bist du für einen? Da hast du noch mal andere Anzeige. Ja, das stimmt schon. Aber schau, ich mache auch nichts. Aber solange man einen nicht hat, Mann, dann ist easy, oder? Aber wenn du über meine Mutter oder über Familie oder über irgendetwas flucht oder so, dann ist fertig. Verstehst aber du das, Mann? Du darfst Leute anficken. Ich sage nicht, ich darf. Ja, nein, aber was machst du? Das sage ich nicht. Aber du machst es die ganze Zeit. Das hast du jetzt ein paar Mal gemacht im Verlauf dieser Sendung. Ja, das ist easy, Mann. Wenn mich einer blöd anschaut, was läuft denn, Mann? Ja, aber du redest den einfach so. Ich frage nur, hast du ein Problem mit mir oder nicht, oder? Ganz anständig. Und wenn er sagt nein, dann laufe ich weiter. Ist mir doch egal, was er hat, Mann. Darf ich dann noch dich fragen, Sammy, was für Erfahrungen hast du gemacht? Du hast auch einen Job als Türsteher, oder? Gibt es auch gewalttätige Frauen? Ja, selten. Selten. Also richtig mit Schlägern. Eigentlich selten. Wo schaffst du im Alparock, oder was? So, aber jetzt ist fertig. Ist egal, das ist nicht so die Frage. Relativ selten. Klar, sie werden eher hysterisch. Schreien dann um oder so. Das ist das, was ich so ein bisschen sehe. Da musst du mehr beruhigen. Warum, Mensch, ist das um eine Frau nicht so ausgeprägt wie um den Mann? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Pete, was meinst du? Also bis jetzt habe ich die Weiber nur gesagt, ich rede und beisse. Patricia, wie fühlst du dich eigentlich? Jetzt habe ich ja langsam ein bisschen Mitleid hier zwischendrin, überall. Einzige Frau. Wie geht es dir jetzt? Mir geht es gut. Geht es gut? Kein Problem. Starke junge Frau, Patricia.
Also, die Jungen, du wolltest etwas sagen? Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Gast, meine Damen und Herren. Die